Und im Stück geht es darum, dass es rund um den Planet Jugendunruhe gibt. Und dann nachher gibt es den Medienkonzern Globe TV, der so ein bisschen die Aufgabe fasst, ein Medienhappening zu erfinden, wo so ein bisschen die Jungen ein bisschen ablenkt, von diesem Trip Städte anzünden. Und sie erfinden dann eine Reality-Show. Und die heisst Verona 3000. Und dort sucht sie das beste Pärli der Welt. Wie dass wir ausgewählt haben, weil es sind die Hauptdarsteller, ist zuerst mal im Team. Und dann sind wir uns eigentlich sehr einig gewesen. Als ich es mitgelesen habe, weil es ein bisschen die grösste Rolle hat, ich glaube, du bist für die meisten die grösste Überraschung gewesen. Mega. Und das weisst du, völlig nicht so, in allem hat es nicht zutraten oder irgendetwas, aber einfach, ich glaube, man hat nicht niemand mit dem gerechnet. Und ich finde, das ist mega Bestätigung, was du einfach in diesen zwei Jahren da, ja, geliefert hast. Es sind eigentlich zwei richtige Sachen. Das eine ist natürlich, was bringen die Leute so künstlerisch für das Potenzial. Wie können sie singen, tanzen, sich bewegen, spielen. Mhm. Und das andere ist aber, wie zuverlässig sind sie. Ganz einfach. Das müssen wir unbedingt sagen. Ganz einfach. Also wir haben einfach geschaut, hey, wer ist genug zuverlässig, um die riesigen Parts einstudieren. Wem trauen wir das zu? Und mit wem wird es mega anstrengend. Und das haben wir dann halt auch. Also das ist extrem wichtig. Chief first. Okay, Chief first. Also ich bin, ich heiße die Führungskraft. Sie kennen keinen Namen. Ich heiße inoffiziell Susanne. Es heisst Nachrichten. Wie sich die Leute danach richten. Also beschäftigen Gedanken der Jungen mit etwas Grossartigem, etwas Spritziges, etwas, das sagt, Jugend von heute. Alles ist geil. Und zwar super, super, mega geil. Und ich bin so die Abgeordnete von der ganzen Politgruppe, also einfach so von der Staatsgewalt im Prinzip. Oder? Und ich stehe insofern ob Globe TV, weil ich ihnen halt im Prinzip den Auftrag gebe. Weil sie ja wie Globe TV ist wie so, ist über den ganzen Erdball vernetzt. Also irgendwie hat so die Macht über die alle Medien im Prinzip, mehr oder weniger. Also ich spiele die Angie. Angie ist ein Average junge Erwachsene, würde ich sagen. Sie hat gerade ihren Abschluss gemacht. Man weiß nicht so recht, was ihr Abschluss ist, aber es spielt vermutlich auch keine Rolle, weil jeder hat einfach irgendeinen Abschluss. Also sie soll so ein bisschen das darstellen, einfach, okay, ich habe jetzt einen Abschluss gemacht, aber ich weiß immer noch nicht, was ich soll. Und sie ist mega unzufrieden irgendwo durch, wie es gerade in ihrem Leben ist, aber würde auch nichts daran ändern, weil sie sich nicht traut. Ja, ich spiele den Lukas Stocker. Vor allem der Vorname ist unglaublich kreativ gewählt worden. der Lukas Stocker ist ein absoluter Normalo mit ein bisschen mehr Hang zu Opfer als zum Gegenteil. Er ist eigentlich einfach so ein lebendiges Klischee von nicht extrem sein in allem. Das war ein Taser. Ja, ich würde sagen, glaubt sie, wie ist recht manipulativ. Bad. Badass, ja, würde ich auch sagen. Aha. Es ist so ein bisschen. Ja, sie tun eigentlich die dumme Menschheit, wenn wir es böse sagen, steuern mit ihren Fernsehsendungen. Ich bin einfach böse, weiss, was ich will, weiss, wie ich es bekomme. Und ja. Aber du bist eigentlich nur die gescheitste Frau, ja. Ich würde auch und sagen. Manchmal merke ich, auch, dass ich von Idioten umgeben bin. Also dann regt es mich auch manchmal auf. So jetzt unter uns allein. Sagst du es dann nicht zu Norina? Ja, ich sage es nicht zu Norina. Nein, und dann haben wir natürlich den Alan, der einfach immer gute Laune in die Runde bringt. Ah, ja. Ja, es ist sehr gut. Also, es ist, zum Spielen ist es auch glatt.
Komm nur mal rein. Warum bin ich da? Karchi. Du bist da. Weil du jetzt da bist. Das ist gut. Mit, du tust ihn so ein bezirzen. Wir glauben nämlich. Hm? Wir glauben nämlich. Du bist unser Romeo. Hey, ihr glaubt vielleicht, was ich gerade gefühlt habe. Ich habe mal mitgemacht bei den grössten Schweizer Talente. Auch nur, wenn ich irgendwie einen ganz kleinen Teil des Fernsehbusiness gesehen habe. Es ist doch eigentlich wirklich so, wie wir sind. Wie wir die Arschlöcher hier im Stück sind, ist es auch in der Wirklichkeit. Mhm. Ich bin krank geworden, dann, wenn das Halbfinale gewesen wäre. Und ich habe gesagt, hey, bitte, ich will nicht auftreten. Lass mich einfach nicht auftreten. Nein, der Vertrag ist unterschrieben und du musst jetzt gehen und so. Und dann bin ich halt einfach mit Cortison vollgepumpt worden. Ich habe es selber nicht mehr richtig gecheckt. Und sowieso bin ich dort 16 und noch nicht so richtig, ich weiß, was ich will, sondern ja. Und dann bin ich dort auf die Bühne gegangen und ich habe müssen, und dann haben sie mir noch gesagt vorhin, ja, also, wenn es nicht klappt, dann fängst du an zu weinen. Wirklich so. Das wir suchen rund um den Globus. Von den Slums bis zum Hochhaus. Das Beste, bezauberndste, atemberaubendste. Liebespaar! Es geht um die Einschaltquote. Es geht ums Laufen, was es geht ums Drama. Und du wirst einfach reingesetzt in etwas, wo du nicht bist. Ja, voll. Und die Welt sieht dich dann so, wie du reingesetzt wirst und nicht so, wie du bist. Subscribe, like, comments und E-Mails. Hashtag. YOLO. Hashtag. Ich bin dort mit meinem... Dort noch Freund am Korken, der ein Vollpfosten ist. Und wir werden dann ausgewählt als Pärchen für die Verona 3000 Reality Show. Und ich würde überhaupt nicht mitmachen und flüchte mich dann so ins Party folgend. Begegne dann dem Lukas. Luca, sorry. Und wir haben dann so einen mega magischen Moment, der so voll unlogisch ist. Völlig Disney. Oh mein Gott! Oh mein Gott, du so auch. So Feierstaub von der Decke und so. Und Chorgesang und Engelsstimmen, ja. Und fliegende Einhörner kotzen, tragen. Etwas so, ja. Und so kreuzen sich unsere Wege, yay. Es ist grösser für euch das Leben, darum müsst ihr es langsamer spielen. Es ist okay. Was machen wir jetzt? Unser Ziel war einfach so, dass wir im Februar den Leuten einfach mal ja, sich lustig machen auf die Aufführungen, weil es ist am 9. Mai und Februar ist so ein Zeitpunkt, wo man wirklich schon ein bisschen etwas sehen sollte. Und haben dann uns entschieden, im Neubad eine Aufführung zu machen, einfach so 3 Ausschnitte aus einem Stück zu zeigen. Niemand kennt uns, niemand kennt die Darsteller, niemand kennt das Stück. Die Leute müssen Verona 3000 irgendwie mit etwas in Verbindung bringen können. Und dort haben wir einfach jetzt, würde ich wirklich sagen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt. Aber wir wissen nicht, ob irgendeiner von denen funktioniert. Ich glaube, im Endeffekt ist es ein Stück so. Aber das war auch ein Grund für das Preview. Wir konnten nicht mehr so wirklich, nicht mehr so objektiv darüber urteilen. Und für mich war es extrem wichtig, einfach mal Leute einzuladen, die nichts damit zu tun haben, die vielleicht schon mal davon gehört haben, aber noch nie etwas gesehen haben. Wir hypen uns innerhalb relativ was fest. Was man dann will. Ja, sicher. Aber wir hypen uns sehr fest. Und manchmal weisst du dann nicht so, ist es wirklich so cool, wie wir es gerade finden. Und darum war es gut, dass die Leute... Sie waren zwar etwas passiv bei dem Schauen, aber ich hatte das Gefühl, sie hatten Freude. Ich bin froh, wenn ihr möglichst ruhig und aufmerksam sein könnt und möglichst schnell die Anweisungen umsetzen, damit wir schnell durchkommen. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Genau. Der Mathe. 1, 2, 3. Wir sind reingekommen. Das Orchester war schon am Probe und alle so kleine Kinder. Oh fuck, ist das geil, ja wirklich. Das ist ein Orchester, nö. Ja, vor allem einfach die Songs, die wir jetzt so lange auf so hässlichen Midis immer wieder gehört haben.
einfach mal mit echten Geigen und weiss auch nicht, was zu hören, ist mega. Das war aber auch sehr wichtig von der künstlerischen Seite her für die Darsteller. Wir haben wirklich dann ein paar Wochen können auf diesen Termin herarbeiten und einfach auch mal die ganze Nervosität. Und es war dann doch ein Auftritt gewesen und es sind eben 150 Leute schauen. Mal hier in der Aufstellung, wo ihr habt, in grosse Hackreise. Zieh den Finger raus. Genau, zieh den Finger raus. Nimm den Finger raus. Ah, irgendwie schon mal mit einem von jeder Fahrt ins Bett. Über 100 junge Menschen, die hier mitmachen, dann fahre ich doch einfach da und stelle die Leute vor. Wir sehen hier vorne. Können wir sie überspringen? Ja, markieren, genau, bla bla bla. Aber es sind dann alle vom Team da vorne, also auch alle, die mitmachen, oder? Ja, sicher. Ja, ja. So. Ja, ich würde dann auch irgendetwas sagen, aber ich hätte es gerne eine Stunde gemacht, weil ihr seid Profis. Ich mit. Ja. Es war wirklich cool. Wir waren alle mega aufgeregt, wo wir dort zu vierten hinter der Bühne waren. Aber und du hast es eben geil gefunden. Ja, und ich nicht. Ah, nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es wirklich gefühlt. Also, nein, es ist einfach so ein geiles Gefühl. Das war schon. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, wenn alle immer sagen, ja, du musst gar nicht so nervös sein, wenn du dann dort bist, dann machst du einfach und dann bist du vielleicht fast noch besser und schaltest alles andere aus. Und diesen Tunnelblick habe ich das erste Mal so bekommen. Es ist Funk gegen die Wand. Ich bin normalerweise nie nervös vor Auftritt. Wirklich, ich war schon jahrelang nicht mehr nervös von einem Auftritt. Und dort wirklich vor dem Song, dort hat es mich. Ich habe vergessen, wie sich Lampenfieber anfühlt. Echt, ich habe das echt vergessen. Und ich bin dann, ich habe es plötzlich einfach voll gehabt, verdammt hart. Aber nachher haben wir, glaube ich, alle, auch du, glaube ich, haben einfach gecheckt, wie geil das es wird, das dürfen zu spielen. Mhm. So viel mal. Und das Feedback ist wirklich sehr positiv gewesen. Und mir hat das einfach auch irgendwie steif am Herzen genommen. Unter dem Strich hat es so viele Leute gegeben, die in irgendeiner Form gesagt haben, die macht das ja wirklich gut. Und wenn die Leute sagen, die macht das ja wirklich gut oder hat ja richtig gute Energie, dann heisst das, die haben eigentlich etwas Laienhafteres erwartet.